Ich würde das jetzt am Anfang erstmal so machen, dass wir uns erstmal ein normales Haupthaus bauen. Ja, da kommt es nämlich schon. Ein Haupthaus und dann bauen wir uns dann noch ein... oh, ganz schnell gemacht hier. Dann bauen wir uns dann noch ein... ja, Spinni. Komm her, Spinne. Dann bauen wir uns ja eben noch ein Gerätehaus und da können wir dann unsere ganzen Geräte reinpacken. So würde ich das jetzt machen. Ich will jetzt ranzoomen. Na komm, Creeper. Das habt ihr jetzt bestimmt schon gesehen, oder? Lol, der hat mich noch nicht gesehen. Jetzt hast du mich aber gesehen. Und jetzt stirbst du. Jetzt stirbst du. Noch irgendeiner? Ich habe gerade noch zweimal zischen gehört. So, erstmal nicht hinten wieder in die Suppe reinspringen, das hatten wir ja erst. Ich komme ja die Skelette... Ja. Ich würde sagen, vielleicht kommen ja die Skelette dazu, dazu verleiten, dass sie da mal hinten reinspringen. Oh, fuck, Alter, wie fett schnell die jetzt schießen, ey. Das geht mir total auf den Sack. Die sind viel schneller geworden als vorher. Aber egal, wir werden noch mal ein bisschen Erde abbauen. Alter, haben wir viel vor uns. Ich hoffe, wird auf alle Fälle nicht reichen. Ich muss auch noch mal überlegen, wie wir das denn machen. Ich wollte so eine richtig geilen, richtig geile Startdings bauen. Startdings. Nee, für die Rakete, die wird ja, wir werden zu 100% auf dem Mond fliegen. In diesem Let's Play, auch wenn das vielleicht Jahre dauern wird. Weil wir erst Aluminium und alles mögliche brauchen. Alle möglichen Vollfüller und ja. Wir werden richtig viel brauchen. Ich muss mich auch noch mal ein bisschen mit den neuen Sachen, mit den Minecraft-Schulen auseinandersetzen, weil ich nicht ganz genau weiß, wie ich die jetzt mit den Engines herstellen kann. Ich weiß nicht, welches Gerät ich da brauche. Da bin ich noch ein bisschen unwissend. Vielleicht könnt ihr mir das ja auch in die Kommentare schreiben. Siehst mich nicht? Ihr seid fertig. Ich mache hier erstmal eine Truhe. Was war das denn? Da hat uns einmal den Körper verdreht. Er hat sich bestimmt gerade nur mal so ein bisschen verdreht, weil der Rücken gerade aus draußen war. Und war das also im Sinne von verrenkt. Also ich mal schnell. Wupp. Einfach mal, ja, wieder einhalten. Jetzt ist er noch schiefer als vorher. Ah, der ist aber wunderschön beleuchtet auf der Minikarte. Auf der Minikarte. Oh ja. Wir haben ja eigentlich relativ großes Gebiet, ne? Wenn ich das jetzt so sehe. Dann haben wir da hinten Öl. Noch mehr Öl. Weil ich auch ein bisschen, was ich echt ein bisschen blöd finde, ist, wir haben jetzt hier leider keine... Solar-Dinger mehr, oder haben wir noch Solar? Solar... Ne, noch... Das kann ich wahrscheinlich aber nicht für das benutzen, was ich gerne benutzen würde, oder? Ich muss mich da noch mal ein bisschen erkundigen, wie das alles geht. Den ganzen Strom- und Minecraft-Schulen, wenn ich das dann weiß, dann geht's, dann sind wir ja die Ultra-Pros. Pros! Die, nicht die Pros, sondern die Pros. Die der O's. Aha, YTV. Gleich Werbung. Würde ich aber trotzdem bei dir mal vorbeischauen, das ist geil. Oh meine Güte. Übrigens, wir haben es ja momentan immer noch Feriensommer. Feriensommer. Was ist das für ein scheiß Wort? Das ist das Wort des Jahres, ja. Nicht mehr YOLO, sondern jetzt heißt es Feriensommer. Nein, Scherz. Ja. Hallo Zombie. Und es ist echt so verdammt warm, ne? Alter, das glaubt ihr mir nicht. Ich sitze ja, ich würde am liebsten jetzt eigentlich hier aus dem Zimmer raus rasen, weil es einfach so warm ist. Ich spitze mir gerade einen ab. Ich sitze hier in Unterhose vom PC. Ja. So, noch ein bisschen Erde hier.
gucken, ob der Plan aufgeht, den ich jetzt habe. Wir wollen auf alle Fälle nicht ins Winterbiom. Wo schneiden das runter? Da, 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 da. Ja, machen wir mal Pia so mal hier rüber. Passt schon. Ja, erstmal Terraforming hier machen. So irgendwie Terraforming. So irgendwie so, dass es passt. Ja, hallo Zombie. Ich dachte gerade, der ist so runtergesprungen. Haben wir eigentlich Impf-Tweaks drin? Ja, haben wir. Super. Na, ja, verbrennen wir da erstmal. Ich hab mich total erschreckt, ey. Ich hab gedacht, der kommt rüber. Ich gehe davon aus, dass uns die Erde nicht reichen wird. Einfach mal so nach Gefühl. Der stirbt doch bestimmt vor. Ja. Wenn du jetzt rauskommst, du stirbst auch gleich. Dann brauche ich fast noch nicht mehr, Hand anlegen. Ich hab gesagt fast, also. Jawohl. Also wie groß machen wir das denn mal? Ich glaube, das Areal sollte hier sogar schon ausreichen. Ich habe die noch... ja. Gut. Okay, was kann ich daraus machen? Ich dachte gerade, ich kann nachgucken, was man damit machen kann, aber das war dann wohl doch leider nicht der Fall. So. Boah, wie schnell er arbeitet, ey. Ich komme so schnell gar nicht mehr hinterher, wie ich hier arbeite. Das kommt aber unter anderem auch deswegen, weil es ein ganz bisschen laggy ist. Das auch nicht, also irgendwie... ich glaube jetzt seit dem neuesten Update, was heute übrigens draußen war, läuft das nicht mehr so flüssig, wie es vorher flüssig gelaufen ist. Es war mal flüssiger. Hm, ist schade. Was ich auch gerade mal sehe, was ich vielleicht mal machen sollte, ist vielleicht mal bei Skype mal einfach mal auf beschäftigt gehen, weil ich nämlich ganz erzähle, dass alle möglichen Leute online kommen und ich Angst habe, dass mich da gleich jemand anschreibt. Aber egal, lassen wir es erstmal. Werdet ihr dann sehen, was ich davon habe. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Fuck! Das ist dann ja da. Oh, ich sehe gerade eine Kiste. Die bauen wir mal hin. Da kommt das Eisen und alles Unnötige rein. So, ein bisschen Erde holen. Holen wir mal von hier. Müssen nachher sowieso die Erde wieder ganz rausbauen, weil ich mich. Ich glaube, wir bauen mal. Oh Leute, ich brauche gleich erstmal was zu essen. Ich wollte ein Feld machen. Hat sich auch erledigt. Erstens deswegen und zweitens deswegen. Nee. Wir haben nur nicht mal ein Ding. Koffer. So, mal ganz kurz hier gucken. Ja, das ist mir schon klar. So, ich will gerne wissen, was ich aus dem Eisen alles so machen kann. Ah ja. Das brauchen wir auf alle Fälle später. Alter, Planter. Alles so Namen, die mir überhaupt nichts sagen. Kupfergier. Howard Furnace. Alter Verwalter. Okay, ich bleib erstmal bei dem jetzigen, weil ich sowieso von dem anderen momentan relativ wenig verstehe. Habe ich schon gesagt, ich bin momentan noch nicht so allwissend. Die Samen hätte ich gerne nochmal. Oh. Zick. Hm.
36 Samen. Warte mal, ich kann mir theoretisch hier vorne auch mal das Ding hier nehmen. Oh, Schweine. Scheiße, ich hab das Schwert nicht mit. Nein, ich kann nicht mehr laufen. Nein! Ich will da hin. Nö. Dich hätte ich gerne. Du bist... an die Kiste steht richtig rum, okay. Dann nehme ich mir mal die Schweine mit. Wir werden ja hoffentlich noch ordentlich genug hier... Alter, wie viele sind denn das? Kann ich mir gleich ein bisschen Erde mitnehmen. Irgendwie jetzt hier mal abgraben. Alles hin tun da hier Weltrekord setzen. Fuck, da schon übersehen. Dahin abbauen. Dürfte ja auch noch hinpassen. Schön. Ich sitze ganz alleine, nicht mal im Wasser. So, jetzt hole ich mich aber erstmal euch. So, gibt es mir gleich mal ein schickes Steak und da öffnet sich gleich unten meine Taskleiste. Schön. Schönen Taskleist, was wären wir bloß ohne dich? Alter, hat mir gleich 3 Stück gegeben. Ja. Du gibst mir 2. Er will mich arm machen. Ja. So. Oh, perfekt hingetan. So. Bam, bam, bam. So. Nochmal einen. Ich komme wieder mehr als einen. Nur ein. Ist aber, das waren wieder 3 Stück. Oben sehe ich dann noch eins. Noch eins und noch eins. Da unten ist auch noch eins. Oh, da hinten sind noch mehr. Ich lasse ja auch mal welche übrig. Sollte auch erstmal reichen, wenn ich jetzt hier noch schlachte. Das waren später auch fast schon alle. Ja, los, dich nehme ich mir noch mit. Ja, und da gibt es nämlich dann auch schon den ersten Damage. Weil wir nehmen uns auch noch später Kakao mit, weil ich, nach dem was ich weiß, bringen Kekse nämlich ein bisschen mehr als Brot, wenn ich 3 Weizen dafür ausgebe. Deswegen machen wir dann uns später dann mal auf ein schickes Dingsfeld. Für Melonen sowieso auch. Nee, für Dings, Kakaobohnen gibt es eigentlich für... Damit muss ich mir auch mal schlau machen. Wenn es das gäbe, das wäre ja der Hammer. So, einmal platt machen. Habe ich hier noch einen? Da noch einen Samen. Tun wir nochmal hier hin. Die Erde verschwindet gleich mal da unten. So. Nicht zertrampeln. Dann machen wir hier raus mal ganz schnell. Kann man da jetzt durchgucken? Früher konnte man nicht durch Öl durchgucken. Jetzt kann man's. We are looking between Öl. Zwischen. Zwischen. Zwischen, zwischen. Und einmal weiter. Was wäre Lol. Das ideale Geschenk für Lol. Eine ganz besondere Person? Ja. So viel dazu, ne? Ja, was wäre denn euer Geschenk für eine ganz bestimmte Person? Nach der Werbung hier, ja, je, genau. All ihre Lieblingsmusik. Oh, alle meine Engchen. Mein Schatz. Was wäre denn das Geschenk für eine ganz bestimmte Person? Jetzt kann ich erstmal was essen. Essen. Auf alle Fälle essen. So, Saplings kann man hier rein tun, da haben wir noch ordentlich Dings und da noch ordentlich Dings. Da haben wir auch noch ordentlich Dings davon. Und dann nehmen wir uns hier mal nochmal ein bisschen Erde. Habe ich hier eigentlich auch noch Erde drin? Ne, habe ich nicht. Okay, weil ich will nämlich hier hinten gerne das dann hinbauen. Dann wieder ein bisschen auffüllen. Machen wir mal hier. Die Rose muss leider weg. Rote Rosen. Ist doch auch irgendwie eine Serie, irgendwie am ersten, ne?